So, willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute wird es ein bisschen spezieller, also spezieller für mich, weil das wird ein Video, wo ich wirklich seit 1, 2, 3 Jahren darauf hinarbeite und mich auch darauf freue, weil es gibt so 1, 2 Stellen an der Limo, die ich bisher noch gar nicht angegangen bin, seitdem ich so in diesem Leichtbauwahn bin, und das ändert sich jetzt. Deswegen an der Stelle erstmal nochmal vielen Dank an Chris aus Lübeck. Chris hat mittlerweile alle 4 Carbon-Türen fertig lackiert, sind jetzt leider eingestaubt, weil sie schon so lange jetzt wieder bei mir lagen, weil ich einfach nicht die Zeit gefunden habe, sie einzubauen. Da ich jetzt gerade aber eh noch auf den großen Motor bei Björn warte, das geht so in den nächsten 1, 2 Wochen los, habe ich mir jetzt überlegt, jetzt ist es endlich Zeit, diese Türen einzubauen. War ein Riesenprojekt, ihr erinnert euch an die beiden Videos, oder zwei oder drei Videos mit Artyom, wie wir diese Türen gebaut haben. Der eine oder andere hat sie mittlerweile auf der Messe, glaube ich, schon gesehen. Wiegt wirklich so gut wie gar nichts. Sieht aber extrem geil aus. Und ich bin wirklich gespannt, diese Dinger jetzt anzubauen. Weil das wird nochmal richtig was bringen. Ihr erinnert euch, Türen haben wir durchgewogen. Gewichtsersparnis pro Tür circa 7 Kilo. Dann gucken wir nochmal, was man so an sich noch so sparen kann. Wir sind aber so Pi mal Daumen ungefähr bei 28 Kilogramm nur die Türen. Ich habe allerdings schon ein bisschen was vorbereitet. Ich habe den gesamten Limo-Innenraum zerlegt, weil da sind leider noch von den anfänglichen Zeiten so ein paar Altlasten drin. Als ich das Auto vor 10 Jahren zusammengebaut habe, wollte ich da das ultimative Straßenauto rausmachen. Das heißt, ich habe so viel Ausstattung wie ging in dieses Auto reingebaut. Das heißt, ich habe damals einen DVD-Player, einen CD-Wechsler, DVB-T, dann extra einen Adapter, dass ich über das Original-Navi den DVD-Player bedienen kann und was ich da nicht alles reingefriemelt habe. Und diese ganzen alten Altlasten, die jetzt natürlich mittlerweile durch diesen Leichtbauwahn für mich uninteressant sind, sind natürlich alle rausgeflogen. Da ich aber den Innenraum nie zerlegt hatte, liegen die ganzen Gabel noch drin. Ich würde sagen, wir gehen mal rüber und ich zeige euch mal, wie so der aktuelle Stand ist und was wir noch so machen können. So, kleine Zwischensequenz. Da ihr bei den letzten Limo-Videos vom Wörthersee diese Zeitraffer so gefeiert habt, seht ihr jetzt erstmal kurz, was eigentlich alles passiert ist, damit dieser Teppich jetzt hier liegt. Das waren mal wieder ein paar Stündchen Arbeit. Schweißtreibend, wie ihr vielleicht im Video gesehen habt. Leider gefühlt die wärmsten Tage im Jahr. Egal. Ich wollte wirklich, jeder, der ein bisschen Zeit mit mir verbringt, weiß das, wie oft ich da schon drüber gesprochen habe. Ich gehe so akribisch bis ins letzte kleinste Detail, was das Gewicht angeht, und habe hier noch so viel Potenzial, dass jetzt der Moment war, wo ich einfach diese paar Tage Arbeit investiere, um hier, ich sag jetzt mal, kostenlose Kilogramm nochmal rauszuholen. Ich zeige euch mal, was ich meine. Willkommen in der RS4-Limo. Ihr werdet sie nicht mehr wiedererkennen, macht aber nichts, weil sie wird bald wieder aussehen wie vorher. Das verspreche ich euch schon mal direkt von Anfang an. Ihr werdet optisch keinen Unterschied sehen. Ich gehe aber schon nochmal von einer relativ großen Gewichtsreduzierung aus.
Was haben wir vor? Als erstes seht ihr hier haufenweise Bitummatten, die ich sogar nachträglich reingeklebt habe. Ich habe damals das ganze Auto großflächig zusätzlich nochmal mit Matten ausgeklebt, damit damals dieser riesen Auspuff nicht so stark dröhnt. Außerdem sind hier in dem ganzen Fahrzeug die originalen Bitummatten noch drin. Ihr seht überall diese eingeklebten Streifen, auch der ganze Fußbodenbereich bis vorne zieht sich das unter die Spritzwand, ist wirklich alles zugeklebt mit Matten. Zusätzlich liegen hier so viele Kabel drin, die hier eigentlich gar nicht mehr rein müssen, sei es irgendwelche uralten Freisprecheinrichtungen von irgendwelchen Telefonen, die so alt sind, da hatte ich glaube ich noch nicht mal ein Telefon. Dann wollte ich damals unbedingt dieses Traffic-Modul fürs Navi haben, dass das Navi immer weiß, wo du am schnellsten lang fährst. Ist natürlich auch totaler Quatsch. Braucht auch kein Mensch heutzutage mehr mit den ganzen Antennen und so. Dann ist in dem Gebläsekasten immer noch der Klimakühler drin, der übrigens 1,5 Kilo wiegt. 1,5 Kilo, die hier umsonst einfach mitgeschleppt werden. Das heißt, ich mache mir sogar die Action, nehme das Armaturenbrett hoch, um den Gebläsekasten einmal rauszunehmen, um den Klimakühler noch auszubauen. Ich werde komplett radikal mir die Kabel angucken. Alle Kabel, die ich wirklich nicht mehr brauche, wie die Sachen, die ich vorhin schon aufgezählt habe, fliegen auch alle raus. Genauso werde ich mein System an Anzeigen noch mal ein bisschen überarbeiten. Da könnt ihr auch gespannt sein, da kommt auf jeden Fall auch noch was. Und ja, ich werde tatsächlich alle Matten rausfriemeln. Dazu gehen wir aber später ein. Erstmal zeige ich euch, was noch alles raus kann. René, film mal hier auf diesen fetten Kabelbaum. Dieser Leitungsstrang, der nach hinten geht, ist eigentlich nur für die Rückleuchten. Da ich aber damals von einem RS4 den kompletten Kombi-Kabelbaum reingelegt habe, sind da jetzt viel zu viele Kabel drin, weil ich habe zusätzlich nochmal einen Bose-Kabelbaum von der Limo reingelegt. Das heißt, zur Sekunde sind dort zwei Multimedia-Stränge drin, die ich eigentlich fast beide nicht brauche, weil ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal das Radio angemacht habe. In so einem Auto, ne, fährt man einfach nicht mit. Hutablage auch komplett doppelt beklebt, oben, unten mit Matten. Und jetzt gehen wir mal einmal außen rum. Hier hinten sieht man halt auch ganz extrem, hier war früher meine Multimedia-Abteilung, was hier so alles noch so drin liegt, das ist alles noch so DVB, DVB-T, irgendwelche Cinch-Kabel, das ist der Bose-Kabelbaum. Ja, da muss einfach mal hier ein altes CD-Wechslerkabel, ihr kennt es bestimmt noch, da muss einfach mal jetzt einmal Ordnung reingemacht werden, weil eigentlich brauchen wir nur diese Kabel für die Rückleuchten und das war's. Ganze Kofferraum auch komplett randvoll mit Matten. Bis in die letzte Ecke. Alles Matten, 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 Matten. Klar trägt das natürlich dazu bei, dass die Akustik von so einem Fahrzeug im Innenraum schöner ist, weil es halt natürlich ein bisschen dämmt. Aber wenn man so akribisch wie ich jedes Kilogramm sucht über Jahre, dann sind halt diese Matten dort leider fehl am Platz. Deswegen müssen die da jetzt raus. Ich habe an der Stelle über Instagram von irgendjemand von euch einen guten Tipp bekommen. Ich soll einfach Trockeneis auf diese Matten legen und dann sollen die so krass kalt werden, dass der komplette Kleber aushärtet und man sie danach einfach mit dem Hammer runterschlagen kann. Und daraufhin habe ich natürlich die Firma Nordeis kontaktiert. Ihr erinnert euch, die haben den Unterboden von mir gestrahlt. Und die haben mir spontan eine Kiste Trockeneis vorbeigebracht. Deswegen können wir das nämlich jetzt einfach mal testen. Und wir machen doch ein paar kalte Bier raus. So, ich habe hier den Kabelbaum schon mal beiseite gelegt, weil natürlich sollte man jetzt nicht gerade die Kabel da so reinlegen. Jetzt ist aber hier soweit alles weg, dass wir einfach, hier seht ihr die Matte, ne? Einfach komplett das alles zukippen mit dem Trockeneis.
Und jetzt bin ich wirklich gleich mal gespannt, was hier passiert. Ich weiß auch nicht, wie lange wir das jetzt kalt werden lassen. Aber wir lassen das jetzt einfach mal so. Haben wir das hier auf der Kamera drauf? Nee. Während das jetzt, ich sag jetzt mal, mein Unterboden schön gefriert, kümmern wir uns auf jeden Fall um... Oh, es fängt schon an zu knacken. Also es tut sich was. Ich stelle mal schnell hier die Kamera auf. Dann kriegt ihr nämlich gleich ein geiles Zeitraffer, was da eigentlich passiert. Krass. Also das knackt wie Sau. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Ja, gute Nachricht, es scheint zu funktionieren zu haben mit dem Trockeneis. Richtig krass ist auch, wenn das Trockeneis innen drin liegt, fängt es unten richtig an zu dampfen und der ganze Unterboden war wie vereist, sage ich jetzt mal. Ne? Und es fängt sofort an zu knacken, also das ist schon krass. Schlechte Nachricht ist, so viel Trockeneis, wie ich reingekippt habe, ich glaube, jetzt sind 60 Minuten vergangen. Also das Zeitraffer, was ihr gerade gesehen habt, waren 60 Minuten. Dauert ein bisschen länger, aber ist ja egal, wir haben ja Zeit. So, jetzt gucken wir mal hier. Also komplett lose ist es nicht. Allerdings, hier, wie ihr seht, kriege ich es wirklich mit einem Kunststoffspachtel ab. Irre. Und das somit also auch komplett ohne den Lack zu zerstören. Also man kann es auf jeden Fall anlösen mit dem Eis. Ich glaube allerdings, der noch bessere Weg ist, während es kalt ist, schon immer mit dem Hammer ein bisschen klopfen. Und das werde ich jetzt als nächstes probieren. Fakt ist, ihr werdet noch jede Menge Zeitraffer bekommen, wo ihr seht, wie ich teste, wie man am besten die Matten rauskriegt. Und im nächsten Video werden ja alle Matten raus sein und ich werde Experte drin sein, wie man diese Matten entfernt. Aber das machen wir später. Jetzt gucken wir erstmal wegen der Tür. So, als nächstes, der Moment der Wahrheit. Wir stecken diese Tür endlich ran. Normalerweise braucht man immer zwei Leute, um eine Tür anzubauen. Diese Tür ist aber einfach so leicht. Das kriegt man ohne Probleme, ohne was kaputt zu machen, alleine hin. Schraube. Anschließend die untere. Du musst mal rumkommen, René. Das ist immer wieder sowas von krass, wie geil diese Teile von Artium einfach passen. Ich habe jetzt nur die obere Schraube angesetzt, ne? Und jetzt guck mal von der Seite hier, obwohl die Tür gerade komplett krumm und schief noch drin hängt, ne? Es passt einfach. Man kann wirklich diese Schraube da einfach reinstecken und reindrehen, als wenn nichts gewesen wäre. Zack. So, jetzt richten wir sie mal einmal grob aus.
dass wir hier nicht direkt irgendwas zerkratzen. Irre. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie lange ich mit Chris und Artyom wirklich über diese Türen immer wieder, alle haben gesagt, das geht nicht, das funktioniert nicht. Ich suche noch eine Schraube. Das Witzige ist sogar, die passt so gut, dass die dritte Schraube, die ich jetzt ansetze, genau da wieder angezogen werden will, automatisch, wo man die Lackabdrücke von vorher hat. Das wird man jetzt so nicht sehen, aber die Schraube ist wirklich genau auf dem Lackabdruck von vorher. Und schon ist sie drin. Wenn ich alleine jetzt schon so dieses Spaltmaß sehe, das passt sowas von gut so schon, ohne dass da irgendwas eingestellt oder irgendwas. Ich bin wirklich... begeistert. Schade, dass man im Video nicht so zeigen kann, was etwas wiegt oder wie viel Kraft man braucht, ne? Weil ich habe jetzt schon fast Angst, gegen diese Feder die Tür aufzumachen, weil diese Tür einfach sowas von leicht ist. Die wiegt halt nichts. Klar, hier kommt noch der Scheibenrahmen rein mit allem, ne? Aber geil. Krass. Guck mal von hier. Wie geil ist bitte diese Perspektive? Warte. Wenn du jetzt hier so filmst und ich mach die Tür auf. Hat schon was, ne? Ja. Deswegen wollte ich auch unbedingt diesen Teil nicht lackieren, weil es einfach so, das passt so geil vom Stil her. Wir wollten erst, ähnlich wie bei der Stoßstange vorne, diese Griffmulde in Carbon lassen. Das quasi nur hier an die Kante ran lackiert ist, war aber zu krass, haben wir nicht gemacht. Hätte einfach diese Linie von dem Auto irgendwie zerstört. Aber alleine auch schon dieser kleine Kontaktschalter hier, darüber erkennt er, ob eine Tür offen oder zu ist. Alleine diese die Tür ist einfach, hat so wenig Masse, dass man den da schon so krass gegendrücken muss. Ja, fett. Geil. Ja, Artyom, was soll ich sagen? Du hast dich wieder selbst übertroffen. Ich bin wirklich gerade sprachlos, muss das selber erstmal sacken lassen, dass endlich es mit diesen Türen losgeht. Wie machen wir jetzt weiter? Ihr kriegt noch ein paar schöne Zeitraffer, wie ich die anderen Türen anbaue, wie ich mich um den Innenraum kümmere, mit Kabel, dies, das, jenes. Und dann steigen wir im nächsten Teil vom Video ein, wenn Marius wieder mit dabei ist, damit ich mit Marius zusammen den Türrahmen reinmachen kann. Das ist ein bisschen mehr Fummelarbeit. Und ja, dann bin ich am Ende wirklich gespannt, wie das Ganze am Ende ist. Bis zum nächsten Mal. So, kleiner Nachtrag. Ich bin doch ziemlich begeistert, wie gut das funktioniert. Man muss wirklich das Trockeneis nicht zu lange einwirken lassen, ich sag mal so 10 Minuten, dann zwischendrin immer mal wieder einfach nur auf die Matten drauf klopfen. So, das macht er einfach nur ein paar Mal und wie ihr seht, hier, die Matten fallen von ganz alleine hier ab und raus.
Man merkt auch sofort, wenn es nicht kalt genug ist, dann fangen die an so ein bisschen zu bröseln. Zack. Und schon die Matte auch raus. Also immer ein paar Flächen einfach mit Trockeneis voll machen und dann einfach von Fläche zu Fläche rübergehen und zack, ist das alles weg. Ich würde sogar fast sagen, ein Viertel haben wir schon. Geht doch schneller als gedacht.